Hey, ich bin Frau Erdings von den We Are Nerds und wir spielen heute eine Runde Fantastic Contraption. Und das Spiel ist super einfach erklärt, denn ihr müsst einfach nur diesen rosanen Punkt in diese rosane Kiste bringen. Das ist gar nicht so schwer, nein, doch ist es, denn ihr müsst das Vehikel dorthin selber bauen. Also das Vehikel, was dorthin fährt, müsst ihr selber bauen. Und ihr seht da auf dieser Übersicht, wie die Welt aussieht, aber das seht ihr auch, wenn ihr einfach nach rechts schaut. Hier haben wir zwei Abgründe, die müssen wir überqueren und dann in das Ziel fahren. Hier können wir dann unser Gefährt andocken und hier haben wir alles, was wir zum Bauen brauchen, in unserer Katze. Dann nehmen wir uns mal Räder raus, die sollen in die Richtung fahren, das ist klar. So, ich würde sagen, weil der Abgrund doch relativ groß ist, brauchen wir mehr als zwei Räder, weil sonst geht's fahren wir runter, wenn wir drei haben. Ich würde gleich mal auf vier Räder gehen, würde ich sagen. Das sollte relativ stabil sein, muss vielleicht gar nicht sein, aber wir gehen mal auf Nummer sicher. So. Die Verbindung. So. Könnt ihr natürlich ziehen, wie ihr wollt. Könnt ihr länger und kürzer machen. So. Und das so. Jetzt hier ein bisschen drehen. Auf der anderen Seite. Zack. Zack. Und zack. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus, aber ihr seht, das Teil hier oben müssen wir ja auch noch transportieren und das, ja, das können wir auch verstellen. Aber es soll ja schon hier irgendwo oben sein, unten, das wäre ja doof. Also bauen wir jetzt noch ein bisschen nach oben. Das können wir so machen. Und so machen. Was ist das hier? Was ist das? Ah, cool. Ihr seht, ich entdecke neue Sachen. Hier können wir jetzt die verschiedenen Level auswählen. Das ist ja eine coole Art eines Menüs. Also ihr könnt euch einfach den Helm aufsetzen und dann auswählen, in welches Level ihr wollt. Geile Sache. Ich dachte, ich spiele das Spiel mit euch zuerst einfach mal an und dann entdecke ich einfach, dass es hier solche tollen Möglichkeiten gibt. Das beeindruckt mich. Das ist wirklich geil. Naja, aber egal, wir wollen keine anderen Level auswählen, sondern wir wollten einfach das hier mal zusammenbauen. Und dazu nehmen wir das hier. Ich weiß gar nicht, wann sie das implementiert haben. Ich kenne das noch ein bisschen anders. Aber ist eine coole Art. Die Leute von Fantastic Contraption machen eh coole Sachen. Deswegen sind wir auch auf die Idee gekommen, einen solchen Stream, wie ihr jetzt gerade seht, anzufertigen. Denn es ist einfach eine coole Art der Darstellung. Okay, jetzt drücken wir auf die Controller und lassen das Ding mal fahren. Okay. Okay. Ja, semi-schlimm. Wir können das einfach mal ein bisschen mehr nach da ausrichten. Fahren nochmal. Okay. Ja, aber es kommt drüber. Das hätte man... doch, ist im Ziel... ist im Ziel gelandet. War jetzt nicht so krass. Aber jetzt nehmen wir mal den Helm hier. Gucken wir mal rein. Und... jetzt können wir das hier nehmen, oder wie? Was machen wir damit? Level select. Muss ich das da hinbringen, oder was? Nehme ich den Helm ab und bin dort. Das ist ja crazy. Das ist ja absolut verrückt. Ja, das soll jetzt einfach da so schräg rüber gehen. Das ist ja jetzt gar nicht so haarig. Das können wir einfach fahren lassen. Das aktuelle Gefährt schafft es schon, was hier rumsteht. Okay. Ja, ich hoffe, ihr habt einen kurzen Einblick in das Spiel bekommen. Ich wollte jetzt auch gar nicht hier so viel rumbauen. Können wir vielleicht nochmal uns eine andere Welt anschauen. Aber eigentlich ist es relativ egal, wie die Welt aussieht. Obwohl, das ist schon, guckt hier, mit Hindernissen da noch drauf. Das ist schon ein bisschen schwieriger. Ja, wieder einmal gereist. Aha, okay. Da oben rein. Ja, das, aber da fand ich eben die Welt schwerer, die ich hatte, glaube ich. Also wir bauen nochmal eins zusammen. Komm, wir haben es ja. Wir haben ja die Zeit. Sollen wir sonst den ganzen Tag machen, wenn wir hier nicht zusammenbauen. Und bauen macht Spaß. Ich finde, das Spiel weckt auch in mir immer so voll den Baumeister. Auch wenn ich leider gar nicht so oft dazu komme, das Spiel zu spielen.
macht es jedes Mal so ein bisschen süchtig, weil man einfach Spaß hat, Sachen zusammenzubauen und mit diesen einfachen Mitteln halt auch. Das ist schon eine coole Ablenkung und fast schon, ja, meditativ, das Ganze. So, jetzt die Kugel muss einfach nur relativ weit oben sein. Ihr seht, die will ja da oben reintreffen. Und den Wunsch wollen wir der Kugel auch erfüllen. Dann machen wir das hier schön stabil. Ja, sollte nicht umfallen, hoffe ich. Ach, naja, gut, das war jetzt nicht die stabilste Variante, oder? Ja, kippt halt zur Seite. Dann hier den, ups, noch dazwischen. Kippt immer noch zur Seite. Warum kippst du zur Seite? Lass mich zur Seite kippen. Ein bisschen. Ja. Und Crash. Okay. Noch ein bisschen höher, noch ein bisschen da. Okay. Ah. Ein bisschen da. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nicht immer so nach rechts fahren. Was soll denn das? Machen wir mal. Ne. Da steht ein bisschen quer. Hier steht es noch querer. Na egal. In die Richtung fahren. Ja, da kommt es vorbei, oder? Trifft zwar nicht genau ins Schwarze, aber das Rosane haben wir zumindest getroffen. Gut, jetzt höre ich aber wirklich auf. Ich bin VR Dings von den We Are Nerds. Ihr habt das Spiel gesehen. Gibt es kostenlos zu jeder HTC Vive. Wenn ihr keine HTC Vive habt, dann habt ihr jetzt zumindest gesehen, wie das ganze Spiel so ist. Ich finde es richtig cool. Ja, wir sehen uns demnächst wieder. Ciao.